Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Mass Effect 3. Wollen wir doch mal schauen, ob nach der letzten großartigen Mission irgendwas Neues auf der Normandy passiert ist. Natalie, du siehst so gerade so wichtig aus. Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn sie es sind, Shepard. Oh, du sahst also nur wichtig aus, okay. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine. Ja, das habe ich schon geschnallt. Wenn ich Sex mit einem Außerirdischen ohne Gesicht haben will, dann sag ich Bescheid. Gerade irgendwie nicht. Hey, ihr habt nichts zu sagen? Was zum... Verdammt, Commander, das ist ja mal... Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten... Oh, mal was ganz Neues. Okay, Status-Update 31420R. Von ungültige Extranet-Domain. GEF-Programme in Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass Shepard Commander Runtime-Update über Plattform-Status erhält. Wird durchgeführt. Fragliche Plattformen befinden sich in Server, stationiert auf Renoch. Streitkräfte der Schöpfer verhindern Transfer der Plattformen auf GEF-Transportschiffe. Einstellung des Schöpfer-GEF-Konflikts erforderlich, um Shepard Commander und ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Update des Konfliktstatus. Ja, so schreibt er halt E-Mails. Och, Legion, man muss dich einfach nur lieb haben. Der ist einfach so bescheuert ein bisschen und so ein bisschen knuddelig und alles. Reaper-Basis kann warten, wird ein ziemlicher Brüller, würde ich mal behaupten. Erstmal den Admiral retten. Komm, sind wir mal ein richtig guter Mensch und so. Ja, Tully, glaube ich, hat da so ein bisschen Business da unten. Ich würde ja so gerne Legion mit an meine Seite nehmen, aber das scheint ja leider nicht zu gehen. Schade, schade eigentlich. Jamesy. Du warst beim letzten Mal schon mit. Ach, und da... Ah, shit, zu spät. Verdammt. Ah, ich wollte doch eigentlich noch Shepards Aussehen ändern. Mist. Ah, jetzt sieht er wieder so scheiße aus. Ah, na gut, nehmen wir mal Kai dann mit, dann jammert der rum, dass ich ihn hasse oder so. Der kleine Emo-Lumpen. Okay, meine Bewaffnung. Was zum... Wo ist mein Präzisionsgewehr? Ich wollte schon sagen. Meine gute Black Widow. Ja, Kommt zu Papa. So, das ist alles klar. Keidan. Hier, du nimmst jetzt auch die gute Bogenpistole. Die ist genial. Und da kriegst auch du Schaden und Präzision. Exakt. Und von der Mattock wechselst du jetzt bitte auch auf die... aufs GEF-Impulsgewehr. Genau, da packen wir jetzt auch nochmal das gleiche wie immer drauf. Schaden und Präzision. Genau. Alles klar. Schön. Punkte, uiuiui, gut was zu verteilen. Blutbad, ich mag ja Blutbad ziemlich. Taktische Tarnung, Kühlmunition benutze ich nicht so oft. Blutbad. Erhöht Schaden gegen gepanzerte Einheiten um 65%. Oder erhöht einfach nur den Schaden um 50%. Aha. Da würde ich aber sagen, dass das genereller Schaden um 50% einfach mehr bringt als nur gegen gepanzerte Einheiten 65, ne? Ich würde sagen, ja. Nehmen wir das. Sabotage wegen Überhitzung der Waffen und so. Och, nehmen wir auch mal mit, ne? Warum nicht? Keine Ahnung, bei dir können wir gut was tun. Aufspalten, was war das nochmal? Entzieht einem Ziel Gesundheit. Gesundheit stört deine Resistenzen, erhöht den Schadensschutz, solange die Kraft aktiv ist. Effektiv gegen Barrieren und Panzerung. Das ist doch gut. Erhöht Effektivität von Panzerung und Barrieren um 75%. Erhöht Schaden, erhöht Dauer, erhöht Schadensschutzbonus. Schaden ist immer gut. Ja, nehmen wir das. Dann seine Barriere, um sich besser zu schützen, wobei er schon so verflucht viel Schutz, also generell schon viel Gesundheit im Schild hat. Frieren sie ungeschützte Gegner ein, zerschmettern sie, verlangsamen sie den Rest. Schwächt Panzerung, eingefrorene Ziele regenerieren keine Gesundheit. Klingt eigentlich ganz cool, ne? Nehmen wir das auch mal mit. Aufladetempo und jetzt noch erhöht die Dauer. Ja, alles her damit. Du bist jetzt hier soweit alles in Ordnung. Alles klar. Na dann gehen wir mal wieder mit der grünen Schwuchteluniform in Einsatz. Haben Sie Salkores Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Salkores sein Schiff geopfert hat, um eine GEF-Kanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains seine Panik verhindert. Ja, ich verstehe aber gar nicht, warum ein Einzelner so wichtig sein soll. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Hä, und warum sollten die abhauen? Sonst gehen sie auch drauf, hä? Sie werden in Stücke gerissen. Natürlich.
nötig, aber die zivilen Captains reden sich ein, sie könnten das Massenportal rechtzeitig erreichen. Hoffentlich kann Chorus diese Narren davon abhalten, den Geth ein so leichtes Ziel zu bieten. Ja, gut, aber naja, wie gesagt, er könnte wirklich tot sein. Die Geth haben sich verschanzt. Ich habe wahrscheinlich keine guten Nachrichten. Diese Gefahr bestand immer. Sie trifft keine Schuld, wenn sie mit leeren Händen zurückkommen, Commander. Okay. Ich empfange nur Rauschen. Sykoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Ja, wir sind in der Nähe des Störturms. Es ist lange her, seit Admiral Chorus ein Raumschiff verlassen hat. Hoffentlich ist er in Ordnung. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Nun gut. Oh, shit. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Und pass ja schön auf den Shuttle auf. Wir haben wahrscheinlich nur einen. Wenn der abgeschossen wird, sind wir alle am Arsch. Das kann ich nicht gebrauchen. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Bestimmt seltsam. Aber ja, das hier ist dein Land offenbar. Wunderschön. Ja, wirklich ein wunderschöner Planet. Erinnert mich ein bisschen an Gothic 2, das Add-on. So, das Piratengebiet. Naja. Maschinen. Waren Sie dabei, als die Allianz behauptete, wir hätten die letzten größeren Außenposten der Geth vernichtet? Ja, das war ich selber. Naja, der Geheimdienst war schon immer ein wenig unterfinanziert. Ja, erstmal ein bisschen schön lästern, ne? Kann man ja auch mal. So, dann wollen wir noch mal guten Tag sagen. Hallo Jungs! Und ach ja, Disruptor-Munition wäre ganz gut. Geth Pyro? Ach du Scheiße, die haben schon Pyro-Typen. Das ist uncool. Das ist effektiv gegen Barrieren und Panzerung. Ach, gegen Schilde brauche ich doch gerade was. Ich Vollidiot. Dann schieße ich mal selber. So, okay. Soweit ein ziemlich guter und easy Start. Aber das waren ja auch nur drei Typen, ne? Das soll uns nur noch mal darauf vorbereiten, was gleich noch auf uns zukommt, befürchte ich. Wow! Oh. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Javelin? Das ist sonst im normalen Leben ist das. Ist das ein Scharfschützengewehr oder Sturmgewehr? Nee, scheinbar ein Präzisionsgewehr, verrückt. Javelin. Noch. Das wiegt noch mehr. Aber es kommt fast an die Black Widow ran, heftig. Diese Geth-Waffe wird von Allianz Javelin genannt und enthält einen Behälter mit Ferrofluid, das magnetisch in die Feuerkammer gezogen und damit tödlicher Geschwindigkeit verschossen wird. Das Ferrofluid schneidet wie Druckwasser durch fast jedes Material und ist dabei so heiß, dass es aussieht wie ein Lichtstrahl. Dadurch verursachte Wunden sind schrecklich. Uiuiui. Nicht übel. Gut, aber wir bleiben natürlich bei unserer Waffe. Ich meine, dafür habe ich so viel Geld dafür ausgegeben. Natürlich benutze ich die. Es ist aber deprimierend, dass ich jetzt eine Waffe finde, die fast genauso viel Schaden macht. Ah. Dann warten wir noch erstmal einen Moment, bis wir feuern. Ach, und da hinten sind die am Ballern. Ich befürchte, die ballern gerade nicht nur... Ach du Scheiße, das sind doch ein paar mehr. Okay, da hinten bitte einmal überlasten. Und den machst du Sabotage. Und ich packe auf die da hinten noch eine Haftgranate. Viel Spaß. Oh, die ist ein bisschen falsch gelandet. Schon mal einer weniger. Ja, noch einer weniger. Tja, ich würde sagen, das war's mit der Patrouille. Das war doch gerade mal ein professioneller Angriff, oder? Ich würde sagen, schon. Okay, wow. Dann macht auch mal was von alleine. Muss ich alles euch wirklich erst befehlen? Scheinbar. Ja, ich glaube, verbrennen ist generell gegen die Typen einfach ein bisschen, naja... Unsinnig. Wo ist meine Disruptor-Munition? Wieso ist sie laufend weg? Das beunruhigt mich. Hier gegen den bitte... Ja... Hier, Sabotage.
Oh, verbrennen macht ein bisschen Schaden. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen immerhin. Okay. Dann mal weiter, weiter, weiter. Gibt's hier irgendwas? Nee. Ein bisschen Munition immerhin. Na, mehr Geff. Und Geff. Und gegen den bitte mal dieses Aufspalten. Das jetzt anscheinend wirklich nur viel bringt gegen Barrieren und so. Irgendwo da war was. Irgendwas mit Schild war da gerade. Hab ich auch gerade gesehen. Aua. Hörst du auf? Hier, nimm, verbrennen. Da war doch ein. Ah, hallo. Lass den Kopf nicht hängen. Also immer gleich nachladen muss, das ist echt so eine Angewohnheit. Wow, 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 wow. Bin ich gerade nochmal so relativ gut ausgewichen, das war aber mehr Glück als Verstand. So. Bisschen schlecht geworfen, aber ein bisschen was hat es doch erwischt, immerhin. Blutbad. So. Da reicht auch ein normaler Brustkorbtreffer. Und Deti, ich muss immer gleich nachladen, obwohl ich nur so wenig ausgegeben habe an Schüssen. Geff-Technologie, keine Ahnung. Einfach mitnehmen. Ich geh schon in Deckung. Sehen wir uns mal die Steuerkonsole des Flugabwehrgeschützes an. Ja, sofort. Ich will erstmal schauen, ob ich irgendwas finde. Da hinten. Oh, da oben ist Munition und so. Das gefällt mir. Magazin-Upgrade, Medikit. Mm, sehr schön. Gibt's da hinten noch was? Oh, nicht jetzt zu weit. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Ah, nee, bin ich nicht. Okay. Abschalten. Ich würde sagen, das ist mehr Talis Aufgabe. Tali, das ist ihr Job. Das ist so ein Technikkram. Da vertraue ich eher ihr als Kaidan. Kaidan kriegt's bestimmt auch hin, aber ne? Irgendwie ist sie mein Technikmädel. Okay, dann müssen wir jetzt also ihren hübschen Arsch retten. Beschützen, besser gesagt. Okay, und von wo? Von dort hinten. Ach du Scheiße. Zum Glück haben wir Kaidan an unserer Seite mit Überlastung. Und ich habe meine Haftgranate. Erwische ich euch? Jawoll. Oh oh. Gerade Kommandanten sind böse. Warum lade ich immer nach? Ich soll aufhören. Alter Schwede, was ist denn hier los? Der dampft aber auch ordentlich. Ah, weg damit. Geff-Kommandant, Überladung bitte. Genau. Oh, ich muss nachladen. War doch nicht? Hä? Irgendwie wollte er nicht schießen. Gut, Geff-Schütze. Mal ein Blutbad drauf. Eine Haftgranate noch hinterher. Oh, ich lade schon wieder nach, ey. Das ist echt eine Angewohnheit mittlerweile. Das ist ja furchtbar. Verbrennung. Ist zwar leider ein synthetischer Gegner, aber ich bring's nicht ganz so viel. So. Aber ein bisschen schon. Kaidan, was machst du da? Okay. Oh shit, jetzt kommen die schon von dort. Sag doch was. Sehr gut, Tali. Sehr schön. Okay, also weiter geht's. Oh oh. Und jetzt noch ein Blutbad hinterher. Genau so wollte ich das sehen. Da bitte einmal eine Überlastung. Und versuch mal gegen den hier, deine komische Kampfdrohne. Vielleicht macht sie mehr als nur ihr doofes Geräusch. Na, ein bisschen Schaden macht sie schon und sie lenkt ab. Gar nicht so verkehrt eigentlich. Vor allem sie lenkt ab. Das ist gut. Das merke ich mal gegen die großen Brocken. Gut. Dann mal weiter, Jungs. Und, ne, weiter Junge und Mädel. Oh, oh. Diesmal nicht. Ne, ne, diesmal habe ich es auch mal gesehen, zur Abwechslung. Da hinten liegt doch was. Ich sehe das auch von beiden. Schrotflinte, Schreddermod, okay. Geff-Einzelteile, schon wieder Credits. Ja, Munition. Hey, da lebt noch einer. Dorn Hatzt. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dorn Hatzt. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen.
Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Tja, aber na gut, er hat wenigstens das wirklich gut gemeint, ne? Können Sie mir sagen, wo Saal Chorus ist? Er sucht nach Überlebenden. Sie können ihn anfunken, wenn Sie den Störturm offline kriegen. Wir finden ihn, Dorn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Chorus uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie, Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dorn Hatzt, was Runner. Auf zu diesem Turm. Ja, arme Sau. Arme, arme Sau. MP-Magazin-Upgrade. Okay. Wir haben jetzt zwei Geschütze, beide müssen offline, also legen wir mal los. Legen wir mal das gute alte Black Widow rausholen. Und ein paar Geth in den Arsch treten. Na, wo sind sie denn? Ich dachte schon, das Ding fängt auch an zu schießen. Jetzt muss ich ja wirklich mal nachladen. Okay, der da hinten ist ein bisschen nah dran. Dankeschön, wer von denen ist stark? Bitte einmal Sabotage. Dankeschön. So, der nächste, der Pyro. Genau. Zeig dich. Dankeschön. Okay. Den muss ich flankieren, sonst komme ich da an nichts ran. Okay. Probleme. Zack. Den kannst du sabotieren. Wow. Zum Glück kann ich gut zielen. Okay. Achso, und der ist gerade auf unserer Seite. Jetzt aber nicht mehr. Okay. Wir können es bestimmt deaktivieren. Ja, ich will mich aber erst ein bisschen umschauen. Da ist die Steuerung, liegt hier noch irgendwas rum. Irgendwie habe ich nichts liegen sehen. Von daher, okay, dann machen wir einfach mal. Wer soll sich um das Geschütz kümmern? Ich würde sagen, wieder, Charlie. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Ich decke dich. Wir decken dich. Sie müssten das Geth-Geschütz eigentlich bedienen können. Was? Das Geth-Geschütz, das da eben stand. Ich verstehe. Na dann. Alter Schwede, selbst so einen Kommandanten zerreißen wir einfach mal eben so. Boah, das hat ja mal was. Hier mal ein bisschen Brummballern. Hey, das war cool. Das war alles? Wow. Panzerung, da ist doch ganz gut hier dein Kryostahl. Und mein Blutbad ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Na? Oh. Voll daneben geschossen, würde ich behaupten. Egal. Ach, wir kommen direkt hier durch zum nächsten. Das ist natürlich cool. Okay. Und da wird schon wieder einer zum Geschütz rennen. Oh, shit, 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 shit. Bloß in Deckung. Ich warte. Ah, Mist. Kommt die Überlastung durch? Ne. Gut, gut, gut. Wo ist noch einer? Oh, direkt bei mir. Oh, ist natürlich der falsche Gegner, um direkt in den Nahkampf zu gehen, oder? Ich meine, so ein Pyro, ich glaube, ich sollte mir andere Gegner dafür aussuchen. Hier das gleiche wie immer. Tali, du an das Geschütz, bitte. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Tali. Das erledigen Sie. Dann mal los. Und ich hock mich hier wieder an dieses geile Geschütz. Ich freue mich drauf. Na dann. Wo bleibt ihr, hä? Huh?
So, und Mann, ey, dieses Geschütz will ich auch haben. Meine Fresse, das Ding ist ja sowas von erbarmungslos. Nicht schlecht. Mein Fall. Ist da noch wer? Tatsache. Wo kommst du denn her? Naja. Gut, sehr gut. Dann können wir doch jetzt mal zu diesem Turm. Ach nee, genau, darum kümmert sich der Shuttle, ja, so war das. Na dann, saures. Einem Shuttle rein. Wo sind sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Sie nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Ah, verdammt. Wir beeilen uns. Oh. Was mache ich jetzt? Komm. Ein Mann gegen viele. Komm, viele. Wie viele? Das ist nicht wichtig. Sie müssen zu meiner Crew. Ich habe viele Geth bekämpft, um sie zu finden, Corris. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Hätten Sie sie. Ah, endlich können wir mal wieder zeigen, was für ein Fiesling wir sind. Sie geben nur auf, weil ihr Schiff abgestürzt ist. Ihre Leute kämpfen da oben ums Überleben. Meine Leute sind hier unten. Die gesamte Zivilflotte verlässt sich auf sie. Wer wird sich um sie kümmern? Admiral Garrel oder etwa Zen? Ich kann meine Crew nicht im Stich lassen. Wir retten jetzt ein paar Dutzend oder später Millionen. Ihre Entscheidung, Admiral. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Ist ein Argument, ne? Jetzt ein paar Dutzende oder später ein paar Millionen. Jawohl. Okay. Hab ich gesehen. Na dann geh mit dem Penner nochmal saures. Aber hallo. Wir beschützen dich. Keine Angst, Corris. Komm schon, mehr. Mein Gott, der kehrt aber auch drauf. Oh oh. Wow. Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Zal Corus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Ja, bete du mal. Ich bin lieber froh, dass ich die Mission geschafft habe und dass du noch am Leben bist. Und so wie der gerade abging, meine Fresse, der hat was drauf. Sie haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ich sie wiederhaben. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander,
Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, das ist wundervoll, aber ganz ehrlich, das ist gerade der erste männliche Quarianer, der mir wirklich richtig gefällt. Von der Einstellung her, wie der geredet hat und so, der war mal cool drauf, der wirkte fast wie so ein bisschen der Shepard der Quarianer oder so. Der war so cool und auch von der Haltung her ganz locker und gerade auch auf dem Kampffeld voll die coole Sau. Den würde ich gerne in meinem Team haben. Aber nun gut, Hackett, was willst du? Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Ja, du hast mich doch angerufen. Ach, leck mich doch. Das ist alles. Informieren Sie mich. Ja. Ich informiere dich, genau. Denn wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Meeresbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit Sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Jede Tank, die wir bergen, bringt uns einen Vorteil gegenüber den Geth. Sehen Sie, können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Jo, kein Problem. Irgendwie hört ja auch jeder auf mich, warum auch immer. Irgendwie hört jeder auf Shepard, weil er einfach cool ist. Und da er so cool ist, werdet ihr auch beim nächsten Mal wieder eine weitere coole Folge von Let's Play Cool Mass Effect 3 anschauen. Ja gut, ich hab den Abschied versaut. Bis dann!